Hey Leute, herzlich willkommen zu dem Video hier. Die DFB-Pokal, zweite Runde zu Hause gegen Sandhausen. Und wir zeigen Ihnen am heutigen Tage eine Partie aus dem DFB-Pokal. Das verspricht einiges. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf. Aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Die Gäste müssten das hier eigentlich machen, müssten weiterkommen unter Dach und Fach bringen. Ist noch nicht entschieden, okay, aber die Favoritenrolle haben sie. Daniel Keita-Ruhl. Oh, der spielt für Sandhausen. Guter Transfer, ist gut. Könnte die Führung werden. Und die Chance ist vorbei, er wirft sich in den Schuss. Kurze Variante bei dieser Ecke. Och, Digga. Die Fahne ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Frei. Alexander Frei. Guadus. Guter Vorstoß, kann was werden. Gute Aktion. Janjic. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Daniel Keita-Ruhl. Das sieht vielversprechend aus. Da oben, der vorne den Ball. Da der Platz, jetzt die Flanke. Super dazwischen gegangen. Die Highlights dieser Partie finden Sie natürlich nach dem Spiel auf unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Vielen Dank. Ich hoffe, wir gewinnen das mal. Jetzt ist weg, jetzt müssen Sie dranbleiben. Das könnte was werden jetzt. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Nico Hecker! Wahnsinn, gehalten! Oh, das war schwer. Das war richtig schwer. Was für eine Parade. So, die kurze Variante. Jetzt wird's gefährlich. Weiter gefährlich. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Ja, Mann, ja, Mann, komm. Die Wiederholung dieses Tores, Sascha Kuhn. Zunächst mal die klasse Parade, aber die Kugel bleibt heiß. Ja, und wenn du dann so eine Chance nochmal bekommst, dann lässt du dich nicht klar bitten. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Frei. Besalini. Vorne der Ballgewinn. Wie sieht das Wetter aus, Uschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei... Was für eine Parade! Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Ein hechtender Klassekeeper. Was macht er draus? Ja, okay. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. War mal da. Dann scheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ja, klar. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Wo bin ich denn? Ballverlust. Ich kann den Ball nicht mal annehmen. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus, da wäre fast der Ausgleich gefallen.
Janjic. Ja, der muss. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Gute Chance jetzt natürlich bei diesem Freistoß. Jetzt ein Tor nach der Ecke und dann ist die Führung schon deutlich komfortabler. Ecke wird kurz ausgeführt. Ball kommt. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Entschlossen geklärt. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung. Die erste Halbzeit wäre überstanden. Bayern führt also gegen Leipzig, okay. Die zweite Hälfte läuft in diesem deutschen Pokalspiel. Und wir sind gespannt, ob die Partie ähnlich weitergeht. Da stand noch einer. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Klasse, wie er da hingeht. Schmitz. Jetzt ist Platz für den Konter. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt 2-0. Im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Janic rettet vorerst SC Fair. Da setzt er sich durch und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Einwurf, der Ball war draußen. Jo. Oh, Herr Einwurf für die. Super Einsatz! Digga, wo seid ihr alle? Ist das der Anschlusstreffer? Latte, aber die Chance lebt noch! Digga, wo seid ihr alle? Alu-Treffer, diese schöne Aktion hätte ein Tor verdient gehabt. Es fehlen Zentimeter. Jetzt ist der Platz da. Ja, geht gut dazwischen. Leider nicht. Leider ist der Janic ein bisschen langsam. Paurevic. Besalemi. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Ich hab jetzt Feierabend. Er sieht das Tor, zeigt aber Vorteil an. Jetzt der Schluss! Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Janic. Der Versuch. Guter Versuch, aber kein Tor. Ja, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch. Und das ist das Entscheidende. So dann eben dieses Ergebnis und diese Führung. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Digga! Das ist riskant. Es ja, klar. Für kein Foul muss er runter, alles klar. Er hat schon gelb und jetzt noch so eine Aktion. Das war's also für ihn. Kaum verständlich, da muss er sie. Wahnsinn, er hält ihn. Ecke kommt rein. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Besser, Buschi, kannst du einen Konter fast nicht spielen. Wolf, ganz ehrlich, das war fast schon beängstigend, wie schnell sie da vorne waren. Und dann auch noch dieser Abschluss. Perfekt.
Schauen wir uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Er lässt den Keeper keine Chance. Und wieder mit SC Verl ins Achtelfinale. Vorzeitig. Das Spiel ist fast vorbei. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Ja, okay, kannst du geben. Geh mal nach hinten. Schöner Pass. Wird Abschluss geben jetzt. Regulär sind es noch 7 Minuten. Das könnte die Chance werden. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Alle beide haben sich gemacht. Das Spiel ist durch, da lege ich mich fest und sie gewinnen hier dann auch verdient. Sie waren einfach überlegen. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Okay, Leute. Ab nach. Das hat nicht so viel Sinn. Da mag. Keine gute Aktion. Deswegen hier der Pfiff. Ja, aber die Aktion war schon vorbei. Schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung. Und dabei sind sie schon in Unterzahl. Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer drauf. Ja, klar. Klar. Klar, Wichser. Besser als gar nichts, könnte man sagen. Immerhin können die Fans mal einen Treffer bejubeln. 3-1 heißt es also jetzt. Da ist die Chance. Ja, okay, bleibt beim 3-1. Haben die Noten nochmal Glück gehabt. Danke fürs Zuschauen, tschüss. Die Gastgeber leben also weiter. Sie kommen also weiter, knapper.